Dieses DIY ist in Zusammenarbeit mit der Firma Wolfkraft entstanden. Hey, mein Name ist Sebastian, willkommen auf dem Handwerkskanal Mr. Handwerk. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr nur mit drei Werkzeugen, ungelogen mit drei Werkzeugen, diese tolle Gartenlounge nachbauen könnt. Kostenfaktor liegt ungefähr zwischen 300, 350 Euro. Alles weitere erfährst du in diesem Video und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Das wichtigste Werkzeug ist hier der Akkuschrauber und die Kappsäge. Eine Kappsäge bekommt ihr ungefähr im Baumarkt für 120 Euro. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung mal alle drei Produkte auflisten. Ach ja, und den Undercover-Jig. Das ist eine Schraubverbindung, die quasi unsichtbar ist. Also ihr seht jetzt hier bei diesem Möbelstück keine Schraubverbindung. Und die drei Werkzeuge brauchst du, um diese Gartenlounge zu bauen. Und ich habe das Ganze in meiner Werkstatt getan und da gehen wir jetzt auch hin. Und da erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du das machen kannst. Ich habe mich für die Holzart Fichte entschieden und zwar haben wir hier ein paar Kanthölzer und ein paar Dachlatten mit den Maßen 44x44 und 22x44. Die lästigen Aufkleber, die bekommt ihr ganz einfach mit einer Abziehklinge oder einer Ziehklinge ab. Die stören extrem und stören natürlich auch nachher beim Lasieren oder Ölen. Das Ganze habe ich dann stumpf an meiner Kapp- und Gärungssäge zugesägt. Darüber gibt es auch ein Video. Dieses findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und eine kleinere Version von dieser Kapp- und Gärungssäge gibt es auch. Liegt ungefähr bei 250 bis 280 Euro. Da findest du auch ein Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, ist es wichtig, dass ihr einfach eine ganz normale Kapp- und Gärungssäge habt. Es muss wirklich kein Markengerät sein. Ihr müsst einfach nur die Latten auf Länge zusägen. Und nun fragen sich bestimmt ganz viele, auf was für ein Maß soll ich denn das Ganze schneiden? Wir haben uns Sitzpolster von Ikea besorgt. Die haben ein Quadrat von 62 x 62 cm und das Sitzkissen hat, glaube ich, auch 62 x 44 cm. Dementsprechend haben wir dann unsere Lounge angepasst. Sprich, das Ganze ist eine quadratische Bauweise, also ganz simpel. Im Anschluss kam auch mein neuer Tellerschleifer zum Einsatz. Da habe ich eine kleine Faser herangeschliffen. Solche Kanthölzer bzw. Dachladen haben schon vom Werk aus kleine Fasen ringsherum gehobelt oder gefräst bekommen, damit das Holz nicht so schnell splittert bzw. die Kanten kaputt gehen und damit das Design auch weitergetragen wird an den Stirnholzkanten, wird auch dort die Faser herangeschliffen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Schleifklotz machen, so wie ihr möchtet. Und da wir nicht exakt in meinen 90-Grad-Winkel sitzen wollen, sägen wir jetzt im Rückenteil bzw. die Pfosten, die ungefähr eine Höhe von 90 cm haben, eine kleine Schräge bzw. Neigung an. Und das Ganze könnt ihr hier mit dieser Vorrichtung machen. Darüber gibt es auch ein extra Video, wie ihr euch sowas selber bauen könnt. Diese verlinke ich dir mal hier oben im Eck. Wenn ihr jetzt keine Tischkreissäge zur Verfügung habt, könnt ihr das Ganze auch in einem 90-Grad-Winkel machen. Die Kissen sind so dick, dass, wenn ich jetzt ehrlich bin, die kleine Neigung gar nicht auffällt. Aber es ist natürlich ein schönes Gimmick, wenn man beispielsweise die Füße in der Front leicht anschrägt. Das macht das Ganze noch ein bisschen filigraner. Und nun kommen wir zu einem wirklich sehr, sehr tolles Tool, und zwar den Undercover Jig. Wir wollen hier bei dieser Sitzlounge oder Sitzecke stumpfe Verbindung erstellen und wir wollen die Schraubenköpfe nicht sehen. Und dazu ist dieses Tool ideal. Wir bohren quasi mit der Schablone schräge Taschenmuscheln in das Material hinein. Somit können wir dann die Schraube schräg hineinführen und haben quasi von einer Seite eine unsichtbare Schraubverbindung. Also wir können das Ganze nicht sehen. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool. Habe ich auch schon sehr oft verwendet, beispielsweise um einen Kinderzimmerschrank zu bauen oder um eine Kommode zu bauen und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr toll und wirklich unschlagbar. Das Ganze ist ganz einfach anzuwenden. Das Material einsparen mit einer Einhandzwinge, den Bohrer dementsprechend ausgerichtet und dann könnt ihr euch zwei oder drei Taschenmuscheln bohren. Und wenn ihr möchtet, gibt es auch die dementsprechenden passenden Dübel. Die können dann dieses Loch verschließen, was ihr gebohrt habt. Und so könnt ihr dann Stück für Stück eure Gartenlounge selber erstellen. Von der Breite her bzw. von der Tiefe her, so wie ihr möchtet, dementsprechend passend zu euren Sitzauflagen. Und ich habe jetzt beispielsweise hier vorne eine 350er Höhe genommen, hinten eine 900er und zwei Querstreben von oben 44 und unten habe ich eine genommen von 44 x 22.
Ganz, ganz einfach. So könnt ihr euch das Ganze zusammenschrauben. Wer mag, kann natürlich auch noch Leim zwischen den Holzverbindungen geben, ist aber meines Erachtens hier nicht nötig. Im Anschluss müssen wir uns noch um die Sitzauflage kümmern, beziehungsweise eine Art Lattenrost. Dafür habe ich mir zwei Abfallhölzer genommen, diese vorgebohrt und dann links und rechts verschraubt und zusätzlich nochmal verklebt, damit wir dann Bretter drauflegen können. Die haben die Maße von 100 x 20 mm und einen Abstand ungefähr 1 cm habe ich da Luft gelassen. Die können wir dann später quer rauflegen und darauf kommen dann unsere Sitzauflagen. Ein kleiner Tipp, um das Ganze vorzubohren und zu senken gleichzeitig, nehme ich den Vorbohrer auch von Wolfkraft. Das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Gerät. Das geht sehr, sehr schnell und ihr spart euch wirklich eine Menge Arbeit. Findet ihr auch übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Insgesamt haben wir jetzt 4 Gerüstteile, einen Eckpunkt, 2 Mittelteile und ein Seitenteil mit einer Lehne. Das ist einfach ein Brett, was eigentlich zur Auflage diente und das habe ich dann hinten nochmal ausgeklinkt und dann verschraubt. Zusätzlich habe ich dann nochmal einen Tisch gebaut beziehungsweise ein Quadrat, was ich dann an jeder Kante hinstellen kann. So könnt ihr quasi ja wie so ein Bausteinsystem das Ganze zusammenstellen. Jetzt noch alles verpackt und auf geht's auf dem Balkon, Terrasse oder Dachterrasse. Und um mir die Arbeit so angenehm wie möglich zu machen, verwende ich hier mein Masterwork 1600. Das ist ein multifunktionaler Arbeitstisch für den Indoor- oder Outdoor-Bereich. Beispielsweise könnt ihr oben wunderbar eine Kapp- und Gärungssäge stationieren, aber auch andere Arbeiten durchführen. Ich verwende ihn jetzt zum Ölen beispielsweise. Ich habe ja ein Stück Pappe drunter gelegt und öle jetzt erstmal alle Hölzer einzeln. Bei 30 Grad im Schatten ging das recht zügig vonstatten und ist auch sehr, sehr schnell getrocknet, sodass wir nach ungefähr 5-6 Stunden weitermachen konnten. Für den Außenbereich habe ich mir hier ein Zeikus Holz Spezialöl verwendet. Das ist farblos, gibt es auch in unterschiedlichen Tönen. Links könnt ihr beispielsweise jetzt sehen eine ungeölte Latte, rechts eine geölte Latte und das schützt unser Holz vor äußerlichen Einwirkungen. Danach habe ich so gut wie es geht ein paar Teile der Lounge-Ecke zusammengeschraubt. Natürlich könnt ihr die gesamte Ecke nicht auf den Tisch zusammenschrauben. Den Rest müssen wir dann doch auf dem Boden machen. Und da hat Mrs. Handwerk mich tatkräftig unterstützt. Besser gesagt hat sie quasi fast alles alleine gemacht. Ja, wie gesagt, 30 Grad draußen im Schatten. Es war wirklich eine anstrengende Arbeit. Also ich empfehle euch, das eventuell im Frühling zu machen. Herrlich, jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Wie ihr gesehen habt, geht das Ganze wirklich nur mit 3 Werkzeugen, also Akkuschrauber, der Undercover Jig und natürlich eine Kappsäge, um das Ganze auf Länge zu sägen. Wir haben für das ganze Projekt ungefähr einen Tag gebraucht mit Trocknungszeit vom Öl. Das Ganze geht natürlich bei 30 Grad im Schatten etwas schneller, deswegen haben wir das Ganze auch umgesetzt und natürlich auch zu zweit. Ihr habt gesehen, Steffi hat mir geholfen beim Zusammenbau. Kostenfaktor liegt hier ungefähr bei 300 bis 350 Euro. So eine Lounge bekommt ihr natürlich auch schon für das Geld zu kaufen, aber ihr seid flexibel. Ihr könnt halt sagen, komm, ich baue die ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer, also so wie ihr wollt. Das Holz hat um die 60 bis 70 Euro gekostet und den Bezug bzw. der Outdoor-Bezug oder die Kissen, die Sitzauflagen, das lag ungefähr bei 250 Euro. Die sind von IKEA, kennt bestimmt der ein oder andere. Genau. Zum Schirm, wir haben jetzt noch einen Sonnenschirm hier platziert und zwar haben wir uns dafür
für einen Halter entschieden, der aus Granit ist oder Marmor und der ist zur Hälfte halbiert. Das heißt, man sieht den Ganzen nicht, ist sehr, sehr praktisch. Wir haben hinten eine Strebe rausgenommen, das Ganze hier unter der Sitzlounge versteckt. Ist ganz, ganz praktisch. Den Schirm können wir auch empfehlen, ist recht günstig. Wie gesagt, alle Sachen, Werkzeuge, Materialien findest du direkt unter dem Video verlinkt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ahmt zum Nachmachen nach. Wenn ja, dann teile dieses Video, gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben und am besten Fall schreib einen Kommentar oder folg uns auf Instagram und poste dort deine nachgebaute Sitzlounge mit dem Hashtag Mr. Handwerk oder verlinke uns am besten drauf. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk, besser gesagt, euer Mrs. Handwerk und Mr. Handwerk. Ciao.